Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Tag mit. Heute macht es mit mir Sara Bachmann. Sie ist auch bekannt von Sara macht's, ihrer eigenen TV-Serie. Herzlich willkommen, Sara. Hallo, Karin. Hallo. Sara, gerade am Anfang, für die dich noch nicht kennen, Sara macht's, was ist das und was ist das für eine Fernsehsendung? Das ist eine wöchentliche Fernsehsendung, eigentlich ein Unterhaltungsformat, wo ich mich wöchentlich irgendwelche Aufgaben stelle. Das kann sein ein Beruf, das kann sein ein Hobby, eine Sportart. Und die Zuschauer geben das dann vor, eigentlich, was ich machen muss. Und das sind Berufe, die du alles schon reinschauen konntest? Mhm. Von Kanalreinigung, WC putzen, was ist alles? Samariterin, ja, als Klosterfrau, als Metzgerin, also wirklich querbeet alles. Und das tust du selber aus, die Berufe? Nein, das tun meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Mir schreiben per Mail, was sie gerne sehen möchten, beziehungsweise wo sie mich gerne reinschicken möchten. Und ich wollte das eigentlich für sie machen und ausprobieren. Okay, ist ja kein Geheimnis, die Sendung gibt es noch nicht lang. Gibt es schon sehr lang. Das sind 10 sagenhafte Jahre, die du die Sendung hast dürfen machen. Ja. Dürfen machen in dem Sinn, wir haben gelesen, Sara macht es, hört auf. Ja. Wie ist es dazu gekommen, für den Schluss? Ja, also es ist wirklich so, dass ich mir immer ein bisschen überlegt habe, wie hört man so ein Format auf. Also, es ist ein sehr erfolgreiches Format geworden über all die Jahre. Und es gibt dann wie so einen guten Zeitpunkt zum Hören. Und da habe ich mir dann überlegt, ja, hört man bei den 400, hört man bei den 500, hört man bei den 600. Und irgendwann habe ich gemerkt, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Und jetzt feiern wir eigentlich auf den Tag genau das 10-jährige Sara macht's Jubiläum. Und da habe ich gefunden, das ist eigentlich so der einzige gute Grund zum Hören. Auch wenn es eigentlich immer noch nicht ein guter Grund ist. Ich bin immer noch mega traurig. Aber man hat ja immer gesagt, du liebst deinen Job, du machst es immer gerne. Mhm. Die Leute schauen, weil du so gerne machst. Hast du es auf einmal dann doch nicht mehr so gerne gemacht? Und dann, jetzt brauche ich wirklich mal ein Ende von dem Ganzen. Ja, nein, das ist überhaupt nicht so. Also, wer mich ein bisschen beobachtet hat im letzten halben Jahr, hat gemerkt, dass es mir extrem neu geht. Ich meine, das ist mein Baby, das habe ich 10 Jahre aufgebaut. Ich habe wirklich mein ganzes Herzblut reingesteckt in das Format. Und von dem her war es wirklich rein einfach der Entscheid, zu sagen, hey, mir soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und nicht, wenn es irgendeinen bergab geht. Und sonst hat es überhaupt keinen Grund. Also ich möchte locker schon 3-4 Jahre oder länger das Format machen, weil ich habe von dem überhaupt nicht genug. Die letzte Sendung ist gerade ausgestrahlt worden. 449 Sendungen, genau. 449 verschiedene Jobs. Ja. Gibt es einen Job oder eine Sendung, die du nie wirst vergessen wirst, wo du sagst, wow, der prägt mich das Leben lang? Ja, das ist eine gute Frage. Aber ganz ehrlich, bei 449 ist es eigentlich praktisch. Ich sage jetzt mal 400 davon sind unvergesslich. Weil das ist eine Zeit, die mich extrem geprägt hat. Oder? Jeder Beruf hat mich geprägt. Ob es jetzt ein Mannenjob war oder eben ein Job in einem Kloster oder im Krematorium oder im Schlachthof oder wo auch immer. Das prägt einem einfach, ob man das will oder nicht. Oder? Und wie sieht denn jetzt die Zukunft aus von der Sara Bachmann? Ja, das ist eine gute Frage, gell? Wie sieht die Zukunft? Ich werde jetzt arbeitslos. Nein. Pensioniert. Genau, jetzt bin ich pensioniert im Ruhestand. Nein, also ich meine, ich habe ja die Sendung «Sara macht» mit meiner Firma produziert. Oder? Die heisst «Sara macht» GmbH, ganz kreativ. Und diese Firma bleibt natürlich weiterhin. Und wir bieten dort alles an Moderation und Video. Und das bleibt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt plötzlich gar nichts mehr habe. Aber das Ziel ist natürlich schon, dass man möglichst schnell wieder eine Fernsehsendung machen könnte. Weil das ist das, was eigentlich meine Leidenschaft dahinter ist. Also ich kann die Leute unterhalten am Bildschirm. Und ja, aber wir schauen. Ich weiss es wirklich noch nicht. Es ist jetzt die erste Woche her, seit wir fertig sind. Also ich bin jetzt immer nur das erste Mal am Sortieren und die 10 Jahre verdauen, was ich da alles erlebt habe. Und dann schauen wir jetzt Schritt für Schritt. Aber ich hoffe nicht, dass ich komplett verschwinde. Also, Sara macht es, verschwindet für ein Zeitchen, vielleicht für immer, von den Fernsehflächen. Du wirst ein bisschen mehr hinter der Kamera sein. Vielleicht doch wieder bald vor der Kamera, man weiß es nicht. Wir vermissen dich bestimmt, wenn wir dich nicht mehr sehen. Viele, viele Sender, die dich natürlich ausstrahlen. Aber es gibt natürlich auch eine private Sara. Es gibt nicht nur, es gibt nicht nur Sara vor der Kamera, es gibt auch eine private Sara. Mhm. Und in der Schweiz ist man ja dann schnell mal in einem Zeitungsblatt drin. Da haben wir den neuesten Gau. Entschuldigung für Penisbilder. Ja. Was ist da dahinter?
was ist da dahinter? Was soll ich dir da sagen? Also, es ist einfach so dumm gelaufen, würde ich sagen. Wir haben gefunden, wir tun auf unserer Webseite eine Nattennummer von der Reduktion. Wir haben kein Festnetz rein tun, weil wir haben gefunden, das ist noch schlimmer mit Anrufen und machen und tun. Dann haben wir gefunden, wir tun eine Handynummer rein, wo jetzt die Zeit kannst abschalten. Und leider Gottes haben offenbar viele Typen gemeint, dass das meine private Nummer ist und haben mir dann aber geschrieben, obwohl das gar nicht zu mir gegangen ist. Meine Redakteurin, meine Mitarbeiterin hat das bei sich und sie hat sich natürlich leicht genervt ab diesen Bildchen. Sie ist auch Rührrat, das musst du dir mal vorstellen. Da haben tatsächlich Männer Penisbilder geschickt und dich betören. Das ist gar nicht so außergewöhnlich im Fall. Also weißt du, jetzt auf Snapchat oder so, kommst du das im Fall auch über. Oder auch sogar auf Twitter habe ich das schon mehrmals bekommen, dass mir einer permanent sein liebster Teil gezeigt hat. Also irgendwie ist das heutzutage offenbar normal, dass die das einfach verschicken. Ich weiss es auch nicht. Vielleicht auch ein bisschen dreister, weil sie wissen, alle Zara ist Single. Und ist man dann auch ein offenherziger und denkt, wow. Ja, die hat vielleicht das Gefühl, auf diese Art komme ich die über. Ja, also, naja, Penis allein ist nicht alles, oder? Nein, definitiv nicht. Ist es nicht. Also, kommt immer noch darauf an, wem sein Penis das wäre. Vielleicht auch noch. Ich sehe ja mal nicht von denen. Ich sehe wirklich nur das. Sie schicken sonst nichts. Es ist eben. Ja, schön. Wie gesagt, jedem das Seine. Vielleicht war dein Konter auch, dass du dann ab und zu einen Sidebub zeigen kannst. Ja, vielleicht. Ja, aber den sehen wir nicht. Das ist nicht so offensichtlich. Also, meine, wenn ich mit Penisbildern konkurrenzieren möchte, müsste ich komplett blank sein. Oder? Das mache ich nicht. Wir haben ein Freundebuch. Du hast vorher reinschreiben genau. Vorher, habe ich kurz reingeschaut. Und da sieht man, du bist wirklich ein Fan von Roger Schawinski. Ich bin wirklich sehr ein Fan von Roger Schawinski. Ja, dein Lieblingsbuch von Roger Schawinski? Ja, ja. Also eigentlich alle von ihm. Was wirklich. Hat der Mann? Der Mann der hat sehr viel Empathie, finde ich, gegenüber Mitmenschen. Auch wenn das nicht so in seinen Fernsehsendungen überkommt. Aber das glaube ich schon. Ich finde, der ist hochintelligent, der Typ. Der hat irgendwie eine Weltanschauung, die ich glaube, viele von uns gar nicht nachvollziehen können. Der sieht irgendwie das Gesamte. Ich finde den wirklich super gescheit und super ehrgeizig. Der hat mega viel auf die Beine gestellt. Ja, so einen Mann, finde ich, kannst du eigentlich nur bewundern. Also alle Männer, die noch Chancen, das Gefühl haben, sie haben Chancen bei Sarah Bachmann, dann gehen sie zum Roger Schawinski und fragen, wie er es macht. Okay? Für die Zukunft sieht es rosig aus und viele Fragen, die offen stehen. Ich habe auch noch ein paar Fragen für dich, die liegende 8. Einfach ein paar kurze Antworten dazu. Gell? Handwerkerin oder Bürojob? Handwerkerin. In Ausgang die Nacht durchtanzen oder der frühe Vogel fängt den Wurm? Der frühe Vogel. Wie definierst du Frauenpower? Das ist eine schwierige Frage. Selber machen. Macherin. Welcher Sarah Machts Fanartikel verkauft sich am besten? Poster. Die Männer, die Poster nach einem Dach noch nicht lassen, Restaurant oder selber kochen? Restaurant. Doch nicht selbst made alles? Ich kann überhaupt nicht kochen. Ah, nein, voll nicht. Ja, da etwas, wo wir dann noch das Manko gefunden haben. Ja. Ich habe viele Manko. Das kochst du, wenn du mal kochst, deinen Liebsten am liebsten? Nur das hat Tiramisu. Wir kommen dann mal. Ja, das kann ich sehr gut. Das ist etwas, was ich sehr gut kann. Und von den vielen Sachen, die du immer gemacht hast, was würdest du nie machen? Also als Job? Allgemein. Im Schlachthof arbeiten. Was wünschst du dir für deine eigene Zukunft? Eine grosse Show für das Publikum. Können Sie moderieren. Das wünschen wir dir von Herzen. Wir hoffen, danke, dass all deine Träume in Erfüllung gehen. Deine danke Zukunft wird mit Schutzengeln auch von Bachmann natürlich geleistet. Bachmann, natürlich doppelt so viel Glück. Super cool. Habe ich mega gerne. Und natürlich haben wir auch ein Gästebuch für dich, wo du dich darauf verewigen und wir wieder in ein paar Jahren hineinschauen können. Das mache ich sehr, sehr gerne. Dass Sarah bei uns ist. Yeah. Vielleicht kennen wir mich dann gar nicht. Ja, danke. Bitte nicht, so nicht. Kopf anlangen und Holz anlangen. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Wir werden sehr dich wieder einladen. Danke vielmals. Merci.
Und für unsere Gäste, danke vielmals fürs Zuschauen. Wir sind auf www.talkmit.ch zu sehen, Facebook und Instagram. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Hoi.